Hallo, in der letzten Lektion habe ich versprochen, dass ich erklären werde, was das Ganze mit den Tonleitern in sich hat, warum das wichtig ist, diese Tonleiter zu kennen, warum das wichtig ist, zu wissen, in welche Tonleiter welche Noten sind oder welche Tonleiter wie viele Kreuze hat. Das ist ganz einfach. Wir sehen zum Beispiel, irgendwo kriegen wir in die Hände irgendwelche Noten. Eine Melodie und dann sehen wir zum Beispiel, hier haben wir drei Kreuze, dann wissen wir sofort, wir befinden uns in A-Dur. Da ist unser Zuhause. Das heißt, wenn ich dieses Lied begleiten will, dann muss ich das mit den Akkorden begleiten, die zum A-Dur gehören. Genau welche Akkorde wohin passen, werden wir uns später erklären, wenn wir uns mit der Harmonie beschäftigen. Aber hier haben wir ein ganz einfaches Lied, das jeder kennt, alle meine Entchen, hups, in A-Dur, haben wir drei Kreuze, wie wir sehen, dann haben wir A, H, Cis, D, E. Und jetzt versuchen wir das mal zu begleiten, und zwar wir fangen mit dem Akkord A-Dur an. Was komponieren wollen, wenn wir selber irgendeine Melodie schreiben wollen, haben wir zum Beispiel unsere Melodie, dann können wir anhand der Melodie, anhand der Töne, die wir geschrieben haben, können wir festlegen, welches Akkord wir dazu spielen werden oder was unser Zuhause ist. So viel dazu. Mit der Harmonie werden wir uns ja später beschäftigen. So, bis jetzt haben wir ziemlich viel schon gelernt. Und zwar, wir haben schon gelernt, was eine Tonleiter ist, was eine Dur, was eine Molltonleiter ist, wie wir ausrechnen können, zu welcher Dur-Tonleiter, welche Molltonleiter parallel gehört. Wir haben auch gelernt, was ein Kreuz ist. Und außerdem haben wir drei Tonleiter schon gelernt, die mit diesen Kreuzen zu tun haben. Damit wir uns nicht ewig mit diesen Tonleitern beschäftigen, habe ich das einfach zusammengefasst, beziehungsweise für die restlichen Tonleitern mit den Kreuzen. Wir haben nämlich insgesamt sieben Kreuze. So, hier habe ich die letzten, also wir haben schon bis jetzt G-Dur, wissen wir, hat ein Kreuz, das ist Kreuz Fis. Dann haben wir D-Dur. D-Dur hat zwei Kreuze, Fis, Cis. Dann haben wir A-Dur, hat drei Kreuze, Fis, Cis und Gis. Unsere nächste Tonleiter in der Reihe ist die E-Dur-Tonleiter. Wie wir hier sehen, die E-Dur-Tonleiter hat vier Kreuze, Fis, Cis, Gis und Dis. Wir können aber auch schon zusammen ausrechnen, welche Molltonleiter parallel zu der Tonleiter E-Dur gehört. Hier haben wir unsere Note E. Also gehen wir eine kleine Terz tiefer. Da haben wir die Note Cis. Das heißt, dass zu der E-Dur-Tonleiter, oh Mann, bin ich dusselig heute irgendwie, hops, die Cis-Molltonleiter gehört. So, weiter, die nächste Tonleiter, die H-Dur-Tonleiter. Die H-Dur-Tonleiter hat fünf Kreuze, und zwar Fis, Cis, Gis, Dis und Eis. Sehr wichtig, immer diese Reihenfolge zu benutzen. Also unser Kreuz Eis erhöht uns die Note A um einen halben Ton, deswegen wird es ein Eis. Welche Tonleiter gehört dazu parallel? Welche Molltonleiter? Also wir befinden uns jetzt in der H-Dur-Tonleiter. H-Dur. Haben wir die Note H. Und gehen wir eine kleine Terz tiefer. Und bekommen wir unsere Tonleiter, die dazu gehört. Das ist die Note Gis. Das heißt für uns, dass zu der H-Dur parallel die
Gis-Moll-Tonleiter gehört. Da haben wir auch manche Tonleiter habe ich in zwei Oktaven geschrieben, damit wir so viel wie möglich von diesen ganzen Noten lernen können. So, und die nächste Tonleiter ist die Fis-Dur-Tonleiter. Die Fis-Dur-Tonleiter hat sechs Kreuze: Fis, Cis, Gis, Dis, Eis und Eis. Das heißt, dass unsere Note E um einen halben Ton erhöht wird. Daraus wird eine Note Eis. Hier ist es ganz, ganz interessant. Hier haben wir unsere Note E. Wenn wir diese Note um einen halben Ton erhöhen, was passiert dann? Wir haben hier aber keine schwarze Taste. Also Eis ist auch gleichzeitig F. Aber wenn wir uns im Fis-Dur befinden, also unser Zuhause, die Fis-Dur-Tonleiter ist gut, wenn wir uns angewöhnen, dann die Note, wenn wir die Note F spielen, diese Note auch Es zu nutzen. Schauen wir mal weiter. Also zu der Fis-Dur-Tonleiter gehört die Dis-Moll-Tonleiter parallel. Können Sie sich auch selber noch ausrechnen. So, weiter. Die letzte Tonleiter mit einem Kreuz ist die Cis-Dur-Tonleiter. Diese Cis-Dur-Tonleiter hat sieben Kreuze. Das ist unser siebter Kreuz ist His. Also haben wir Fis, Cis, Gis, Dis, Eis, Eis und His. Also unsere Note H wird um einen halben Ton erhöht. Die Note His ist letztendlich die gespielte Note C. Aber wie eben schon gesagt, ist besser, wenn wir uns angewöhnen, wenn wir uns im Cis-Dur befinden, die gespielte Note C auch His zu nennen. So, bevor aber hier zu Verwirrung kommt, warum His C ist letztendlich, müssen wir uns kurz mal daran erinnern, was wir in der zweiten Lektion gesagt haben, wie die Intervalle in einer Dur-Tonleiter sind. Wir wissen, dass zwischen dem dritten und vierten Ton ein halber Ton Unterschied ist, also eine kleine Sekunde, und zwischen dem siebten und achten Ton haben wir auch eine kleine Sekunde, und das ist genau der siebte und achte Ton. Wenn wir den achten Ton Cis haben, dann müssen wir eine kleine Sekunde tiefer gehen, und da kommen wir auf C. Aber letztendlich ist das kein C, weil wir ein Kreuz His haben. Also das heißt, dass wir diese Note H um einen halben Ton erhöhen müssen. Daraus wird dann letztendlich ein His, was im Grunde genommen C ist. Ich spiele mal die Cis-Dur-Tonleiter ab. Also haben wir hier den halben Tonunterschied und hier zwischen dem dritten und vierten Ton. Und zu der Cis-Dur-Tonleiter gehört auch die Eis-Moll-Tonleiter. So theoretisch hätten wir jetzt schon alle schwarze Tasten gelernt. Aber noch längst nicht alle Tonleiter. Das sind jetzt die Grundtonleiter. Und das waren die Grundtonleiter mit dem Kreuz oder mit den Kreuzen. In der nächsten Lektion werden wir die Tonleiter erstmal so lassen, wie sie sind. Wir haben jetzt die Tonleiter mit den Kreuzen gelernt. Lassen wir uns ein bisschen Pause damit. Wir werden uns in der nächsten Lektion ein bisschen mit der Solmisation zum Beispiel beschäftigen. Was Solmisation ist, ist eigentlich nicht so wichtig, aber eine sehr gute Methode, die ein ungarischer Komponist erfunden hat. Und außerdem werden wir uns mit den weiteren Intervallen beschäftigen. So, wünsche euch viel Spaß dabei. Zum Notenüben und zum Schreiben werde ich noch auf meiner Homepage mein leeres Notensystem zur Verfügung stellen. Ja, nochmal viel Spaß dabei und nicht vergessen, die Daten sind bei mir auf der Homepage, tiborzachar.de.